Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den dritten Teil meiner Bücherregal-Tour und ich zeige euch heute den dritten Teil der Thriller-Geschichten. Also mein fünftes und sechstes Thriller-Regal in meinem Bücherregal. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das erste Buch, was im Regal steht, ist von Linwood Barclay, Fenster zum Tod. Und ich bin ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gelesen habe. Ja, es liegt nicht auf meinem Sub, aber das sind Bücher, da kommen jetzt einige von, die ich von einer Kollegin mal geschenkt bekommen habe, die quasi aussortieren wollte. Und da habe ich mir einige Thriller von ihr genommen und ich habe die halt schon einige Jahre. Und dementsprechend, damals hatte ich sowas noch nicht, so ein riesen Bücherregal mit Sub und allem Möglichen. Das heißt, die sind immer mit umgezogen und sind jetzt eben ganz normal in meinem Bücherregal gelandet, anstatt auf dem Sub, weil ich mir auch nicht mehr ganz so sicher bin, welche ich davon gelesen habe und welche nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwann auch mal aus meinem Bücherregal ausziehen, weil ich glaube, die meisten davon sprechen mich aktuell gar nicht mehr so an. Aber jetzt stehen sie noch drin und deswegen muss ich sie euch natürlich mit zeigen. Das nächste, was auch in diese Bücherfeld ist von Kelly Armstrong, Lockruf der Toten. Und, nee, da steht auch nichts. Das sind auch alles Mängelexemplare. Die hatte sie damals auch günstig bekommen, sozusagen. Und ja, da dachte ich mir, gib sie mir alle. Ich liebe Thriller und hab sie dann doch irgendwie nicht gelesen. Oder die meisten zumindest nicht. Jetzt haben wir hier dann auch noch von Morton Rue das Camp. Ich glaube, das habe ich aber gelesen. Bin ich der Meinung? Doch, ich glaube schon. Dann haben wir von Cody McFadden Das Böse in uns. Und da kommt, glaube ich, gleich auch noch mehr. Ah, nee, nur noch eins von ihm. Und zwar Ausgelöscht. Genau. Und die hatte ich aber auch nicht gelesen, glaube ich. Das habe ich aber, glaube ich, gelesen. Von Lisa Jackson, Zwillingsbrut. Und dann von Karen Rose, Todesspiele. Und ich glaube, damit habe ich nur angefangen. Habe das nie beendet. Oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Nichts deutet darauf hin. Ich bin mir nicht sicher. Genau. Was außerdem noch in dem Regal steht, ist von John Saul, Schatten der Nacht. Selbe Geschichte wie die anderen Bücher. Ist auch von dort. Und jetzt noch zwei weitere. Und zwar einmal von Karen Slaughter, Verstummt. Ich glaube, das habe ich aber gelesen. Und dann noch von Charlene Thompson, Du wirst die Nächste sein. Und wie ich gerade entdeckt habe, habe ich damit wohl angefangen, aber es nie beendet. Genau, ist auch einfach irgendein Papierschnipsel da drin. Ja, war dann wohl doch nicht so spannend. Jetzt haben wir aber Bücher, die ich auf jeden Fall gelesen habe, die in demselben Regal stehen. Und zwar von Linus Geschke, Das Loft. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich das nicht so gut fand. Das hatte mich irgendwie gar nicht abgeholt. War einfach nicht mein Buch. Ja, passiert, ne? Genau, das fand ich nicht so gut. Dann, was ich richtig krass fand, was ich wirklich gut fand, ist von Jussi Adler-Olsen, Das Alphabethaus. Also das war echt ein krasses Buch. Die Geschichte, die hat mich echt fertig gemacht. Also ich muss sagen, ich habe von ihm noch gar kein Buch gelesen. Das ist das allererste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und das fand ich echt heftig. Das habe ich richtig mitgenommen, weil ich fand es richtig gut. Zwischendurch fand ich es ganz schön langatmig. Es ist ein super dickes Buch. Und ich weiß gar nicht, obwohl so dick ist es gar nicht. Es sind nur 575 Seiten, kam mir aber unheimlich lang vor. Ich habe schon lange dafür gebraucht. Aber es war schon wirklich gut. Trotz der langatmigen Szenen zwischendurch fand ich es wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Jetzt haben wir noch zwei Bücher vom selben Autor, und zwar Gillian Flynn. Und da habe ich einmal Cry Baby und Dark Places. Und Gone Girl, was hier auch noch schön als Dings drauf ist, als Sticker, hatte ich auch. Habe ich aber einer Freundin ausgeliehen, damals, vor Jahren, und nie wiederbekommen. Leider. Passiert. Ja, ein bisschen schade, weil,
Die beiden fand ich zwar auch ganz gut, aber Gone Girl fand ich richtig, richtig gut, das weiß ich noch. Gab es ja dann auch als Film. Fand ich auch okay, aber den Film fand ich nicht ganz so gut wie das Buch. Und deswegen bin ich ein bisschen traurig darüber, dass ich das nicht mehr in meinem Regal habe, weil das hat mich damals echt richtig mitgenommen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, die Freundin, die hat das leider irgendwie verbummelt beim Umzug und dann nicht mehr wiedergefunden. Naja. Schade drum, aber so ist es manchmal, wenn man Bücher verleiht. Jetzt kommen wir zu meinem allerletzten Thriller-Regal und da stehen nur Stephen King-Bücher und richtig alte Ausgaben teilweise. Genau, ich habe selber, glaube ich, nur drei Stephen King-Bücher und ich habe früher aber schon ganz viel von ihm gelesen. Die habe ich mir immer alle in der Bücherei ausgeliehen. Das weiß ich noch, als ich noch jung war. Ich glaube, ich durfte die gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich an die Bücher gekommen bin. Ich war eigentlich noch zu jung, um die zu lesen. Vielleicht hat die Bibliothekarin damals da gar nicht drauf geachtet, aber ich habe sie mir früh schon ausgeliehen. Und ich stand schon als junges Mädchen sehr auf sowas. Ja. Dementsprechend habe ich die Bücher, ja, die meisten nicht hier, die habe ich alle damals schon gelesen. Und aber mein Freund hat einige Bücher noch mitgebracht in unsere Beziehung und dementsprechend ins Bücherregal. Und ja. Da sind ein paar Ausgaben, also die ganz alten Ausgaben sind von ihm. Dann fange ich nämlich gleich mit dem ersten an. Und zwar sie. Und das, wie man sieht, ist halt auch eine echt schon zerfledderte Ausgabe. Man sieht das ja eigentlich immer, ne? Von wann die sind. Das würde mich ja mal interessieren. Vielleicht sieht es auch einfach nur so ramponiert aus, weil man da nicht gut mit umgegangen ist. Und die ist noch gar nicht so alt. Aber es steht hier nicht. Das ist ja wohl nicht wahr. Okay, es ist so alt, dass es hier nicht drin steht, von wann die Ausgabe ist. Schade. Achso, doch, hier. Da unten. Ist das echt die alte Ausgabe von 87? Scheint so. Gut, hat er bestimmt von seiner Mutter dann noch oder von seinem Vater oder so. Kann sein. Also auf jeden Fall steht da nichts anderes drin. Dann habe ich auch von ihm Stephen King S. Ups, auch ein richtig dicker Schinken. Habe ich tatsächlich, das ist ein Buch, was ich nie von ihm gelesen habe, was ich wirklich nur als Film geguckt habe. Und ey, diese Schrift ist schon so klein. Da ist man ja auch ewig mit beschäftigt. Ne? Das sind ja auch schon fast 900 Seiten. Und auch da interessiert mich das jetzt mal. 1989. Ja, scheint auch die Auflage von 89 zu sein. Ich weiß es immer nicht. In den neuen Büchern steht doch immer drin, irgendwie vierte, fünfte Auflage oder so und auch das Datum. Also hier steht 11. Auflage. Dann kann das ja nicht von damals sein. Naja, gut, egal. Ja, das dazu. Dann habe ich, das ist mein Buch. Das habe ich mitgebracht. Shining von Stephen King. Deswegen sieht das auch noch ein bisschen neu aus. Ich war auch schon immer sehr, sehr vorsichtig mit meinen Büchern, weil ich immer nicht wollte, dass die irgendwie verknicken oder dann irgendwann schäbig aussehen oder so. Da habe ich schon immer sehr drauf geachtet. Genau. Da, Shining kennt wahrscheinlich auch die meisten von euch. Habe ich auch gelesen und auch zwei, dreimal irgendwie den Film geguckt. Und ich sehe auch gerade. Ach so, das habe ich mir damals zuschicken lassen. Da habe ich auf jeden Fall noch bei meinen Eltern gewohnt. Also es ist auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Bestimmt schon. Wie alt bin ich denn jetzt? Bin jetzt 31. Keine Ahnung. So mit 18, 17 habe ich dann mir das vielleicht bestellt. Also schon lange her. Und dann habe ich noch von Stephen King Brennen muss Salem. Das ist auch meins. Das habe ich auch mitgebracht. Fand ich auch wirklich eine gute Geschichte. Die restlichen Stephen King Bücher sind alle die, die mein Freund mitgebracht hat. Einmal so ein ganz dünnes, ein Gesicht in der Menge, auch mit Stuart o Onan zusammen. Weiß gar nicht. Sind das so Kurzgeschichten oder ist es einfach so eine Kurzgeschichte? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, ist auf jeden Fall ein dünnes Buch, genau. Dann haben wir hier von ihm Albträume. Ja, habe ich auch nicht gelesen. Ich glaube, das ist noch von meinem Freund das Lesezeichen. Stark, The Dark Half. Kenne ich auch nicht, tatsächlich. Hat man das jetzt überhaupt gesehen? Ich habe das gar nicht so richtig in die Kamera gehalten. Ne?
Christine, das kennt man. Das Auto. Genau. Den haben wir auch noch. Und zum Schluss nochmal brennen muss Salem in seiner Edition, die er mitgebracht hat. Genau. Haben wir doppelt, aber wollte ich auch nicht weggeben, eins von denen. Nö. Genau. Das waren alle meine Thriller in meinem Regal. Nein, halt, stopp. Mir fällt gerade ein, es waren nicht alle meine Thriller. Ich habe noch welche auf meinem Sub. Und ich habe noch vier andere Ausgaben. Moment, die muss ich noch mal holen. An den Sub denke ich immer gar nicht. Das ist natürlich schwierig. Ich hole mir das alles aus meinem Genre, wie ich sie sortiert habe, und vergesse dann, dass ich noch welche auf dem Sub habe. Genau, einmal, das hat mir meine Cousine mitgebracht von der Arbeit, weil die das da irgendwie wegschmeißen wollten oder so. Und dann ist so eine Grabbelkiste gewesen und dann hat sie mir das einfach mitgebracht. Von Joy Fielding, Tanzpüppchen Tanz. Das ist auch eine alte Ausgabe, habe ich aber noch nicht gelesen und ja, möchte ich aber auf jeden Fall noch. Klingt an sich ganz spannend. Dann habe ich hier Illuminati von Dan Brown und Sakrileg. Genau, die beiden Bücher habe ich auch noch. Und ja, deswegen. Die hätte ich fast vergessen, habe ich beide auch noch nicht gelesen. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Jetzt kommen natürlich noch meine vier wunderbaren Sherlock-Holmes-Ausgaben, die ich völlig vergessen habe. Die man ja auch, ja, es ist ein Krimi, aber kann man zu Krimi-Thriller zählen. Deswegen, also zwei davon habe ich schon gelesen. Und zwar den ersten und den zweiten Teil. Genau, und den dritten und vierten Teil habe ich halt noch nicht gelesen. Genau, das sind so eine Schmuckausgaben. Das hatte ich auch schon mal gezeigt in mehreren Videos mit ganz tollen Sachen drin. Und ja, die finde ich ganz schön und liebe diese Bücher und die muss ich dann auch unbedingt mal zu Ende lesen. Ja, das war's dann mit meinen Thriller-Regalen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr kennt, ob ihr welche davon gut findet, welche ihr vielleicht in eurem Regal stehen habt oder teilt mir einfach alle eure Meinungen mit. Alles, was ihr zu sagen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und die nächste Reihe wird dann die Fantasy-Bücher sein, die ich eben in meinem Regal habe. Genau. Und dann hoffe ich, dass ihr Spaß mit diesem Video hattet und ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!